Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Squadrons. Ja, leider fehlt mir jetzt die Zeit, ein paar Folgen hintereinander aufzunehmen. Deswegen wird es nur für zwei kurze Folgen reichen, weil es gab noch ein Update hier bei Star Wars. Ja, richtig cool. Das hat mir schon mal eine Dreiviertelstunde geklaut. Ich habe eh nicht mehr so viel Zeit, dass ich jetzt nur zwei kürzere Folgen machen kann, aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Es gibt dann halt, ja, vielleicht nicht unbedingt 20 Minuten voll, vielleicht mal nur eine Viertelstunde Folge. Je nachdem, was wir jetzt hier an Auftrag haben. Aber wie gesagt, es werden zwei kurze Folgen werden. Also diese und die nächste. Die anderen hoffe ich, dass die wieder ein bisschen länger ausfallen. Aber wie gesagt, durch das Update ist mir jetzt leider knapp eine Stunde flöten gegangen. Und das ist jetzt ein bisschen doof. Aber okay, quatsche ich nicht lange. Wir gehen weiter in der Story. Ich glaube, das haben wir uns schon angeguckt. Ich glaube, wir können direkt eigentlich zur nächsten Mission, oder? Oder nicht so? Weiß ich jetzt gar nicht. Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen Sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium. Ich schätze, der Commander hat etwas Hatten geändert. wir schon, falls ich, wenn ich das jetzt hier überspringe, dann liegt es daran, dass wir das schon in der letzten Folge hatten. Ich muss aber nochmal hier in die Besprechung rein. Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Lyndon, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade ein Codegeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Vanguard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Okay, das hatten wir in der letzten Folge, doch, oder? Es gibt einen Notfall. Hatten wir das? Der Hatten wir das gestohlene nicht? Sternenzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen, hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternenzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternenzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Okay. Ich würde sagen, hauen wir mal ab, ne? Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen. Aber sie pflegten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen.
Die Victorum braucht uns. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen aus, Ardo. Das passiert. Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilotin. Ja, ich bin ja schon weg. Entschuldigung. Ich wollte ja nur noch mal hinhören. So. Dann machen wir uns mal aus dem Acker, vom Acker. Aus dem Acker ist auch gut. A-Flügler sind so schnell, wie du sie fliegen kannst. Rumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten. Aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Okay. Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die Thais noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Speerfeuerraketen. Ah, okay, jetzt können wir hier mal ein bisschen Schnellfeuerkanone. Das ist eine... Klasse! Moment, ich muss ja hier erstmal maximaler Schaden... Ja, nee, die nehmen wir mal, ne? Das ist ja auf jeden Fall schon mal zurück. Was haben wir hier? Reparatur Set. Ich glaube, das sind schon die besten, ne? Suchmine. Speerfeuer. Reparatur Set wäre halt auch. Kessler Schnellerfassungsrakete. Warum? Daran hast du Spaß. Ja, ich habe keine Ahnung, Mann. Das ist mein Problem. Warte mal, oh mein Gott, warte mal. Ah, okay, warte mal, warum? Damit bist du bestimmt zufrieden. Ja, ja. Warte mal, ich hab, okay. Wirkbereich 200, 700 für, alles klar, okay. Rumpf. Feindliches Anvisieren verlangsamt. Inkommen Ferrokeramikhülle, Slain Lamina Stahlrumpf. Schaden durch Zusatzwaffen. Hält aber dafür nicht mehr so viele Lasertreffer aus. Maximale Gesundheit 10% weniger. Fand ich jetzt hier. Puh. Kontert Waffen, die anvisieren müssen. Ich glaube, ich lasse das mal dabei. Schildregeneration. 75% langsamer. Startet überladen. Achso. Ah, der über ein gutes. Ja, bin ich mir nicht so sicher, ob ich das möchte. Entkommen, Unterlichttriebwerk. Ah, die Wendigkeit ist scheiße. Okay, dann lassen wir das. Na dann. Auf in den Kampf. In den Kampf. Was? Was Deutsch? Mal gucken, wie das Ding sich jetzt fliegen lässt. Oh, was ist denn hier passiert? Egal, der Sternenzerstörer hat Probleme. Alter, das Ding ist da noch. Schön, euch wiederzusehen. Glaubt ihr, ihr könntet diese Bombe fernhalten? Ich hab keine Ahnung. Ja, ein Moment. Sorry, ich muss noch mal eben was. Ich möchte mal eben was gucken. Moment. Moment.
Kann ich mich eigentlich auch von außen sehen? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Kann ich freie Sicht des L? Ich glaube, das ist das, was ich meine. Mannschaft, mehr Zeit verschaffen! Risk und ich kümmern uns um die restlichen Jäger. Bin dabei. Victoria, diese Bomber nähern sich schnell. Ihr solltet vielleicht die Turbolaser Okay, das ist... Oh. Bevor ihr da wart, waren wir schutzlos. Nee, das ist doof. Wir setzen dem Bombardement ein Ende. Zerstöre Bomber. Wo muss ich denn hin? Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da. Der nächste. Wow. Warum bin ich so schnell? Ich will gar nicht so schnell sein. Ich muss sie wieder aufladen lassen. Wow. So viel kommt er nicht mehr raus, ne? Danke. Nächster. Oh, Alter. Das ist gar nicht so einfach, ey. Feind erfasst dich. Alter, bleib. Komm, du bist doch gleich tot. Los, stirb. Danke. Kannst du bitte hier bleiben? Noch einer weg. Danke. Leute, es ist echt nicht einfach, ne? Danke. Soll ich denn? Wow, Alter. Macht schnell. Imperiale Shuttles kommen zu euch. Haltet sie auf. Ja, wie immer also. Wenn ein imperiales Shuttle erreicht, war's das für uns. Ihr habt's gehört, Vanguard. Fangt diese Shuttles ab. Mhm. Wir sollten uns aufteilen. Truppefehler angreifen. Ziele auf einen Feind und tippe H an, um einen Angriff zu befehlen. Deine Teammitglieder konzentrieren sich auf dieses Ziel, bis es zerstört ist oder du ihnen einen neuen Befehl erteilst. Hinweis, wenn du eine Versorgung anforderst, beendet der Trupp seinen Angriff und kehrt zurück, um dich zu verteidigen. An deiner Seite. Tippe H an, um deinen Trupp zu befehlen, sich deinem Ziel zuzuwenden. Wow, Alter.
Okay. Dieses Ziel hochjagen. Schnapp sie dir. Danke. Nee, nix da. Feuer auf mein Ziel. Es darf kein einziges Shuttle an der Victorum andocken. I know, but wow, wo fliege ich denn hier durch? Wow! Das nenne ich Teamwork. Oh. Ich kann bei dem Projekt leider nicht, nicht so viel quatschen. Scheiße. Mission gescheitert. Oh, shit. Okay. Gut, das war jetzt ein bisschen uncool, ne? Okay. Wir sollten uns aufteilen. Bin bei dir. Okay, du nimmst das andere Shuttle. Mhm. Okay. Nee. Wo sind die denn? Da. Okay. Feuert auf dieses Ziel. Ja. Wo ist denn der andere? Da. Den will ich haben. Du bist gleich tot. Dieses Shuttle ist ziemlich nah. Da kommen noch mehr Shuttles. Och nö. Okay, da ist eins. Dann bitte. Feuer auf mein Ziel. Das ist andere. Gut getroffen, würde ich sagen. Moment. Sehr gut.